Hallo, guten Abend. Hallo und wunderschönen guten Abend an die Leute, die online sind. Wir haben ja heute getrennt oder geteilt den Vortrag hier live in der Liga-Akademie in der Seidengasse und auch gleichzeitig live gestreamt via EduTip. Wir sind vor Ort bei weitem nicht vollzählig, deswegen nutze ich jetzt die Gelegenheit, mal mit den Online-Leuten abzuklären, ob sie denn einen Ton haben. Können Sie mich hören? Also wie schaut es aus mit dem Ton bei Ihrer Seite? Und wie sieht es aus mit dem Bild? Haben Sie von mir zumindest ein kleines Bild, das ich jetzt mal größer schalten kann? Und dann nachher auch die Präsentationen. Sie können jederzeit in den Chat schreiben, Sie können auch jederzeit Fragen stellen via Chat. Hallo im Gadresch, das freut mich, dass Sie Ton und Bild haben. Von den 12 Angemeldeten hier vor Ort habe ich aktuell 4 da sitzen. Ich bin aber sowieso der Freund des pünktlichen Beginnens. Das heißt, ich werde dann mal langsam in den nächsten 2, 3 Minuten beginnen und freue mich mal sehr, dass Sie alle hier vor Ort da sind und dass Sie auch online mit dabei sind und dass wir uns ein bisschen oder dass Sie sich von mir ein bisschen mitnehmen lassen in die Ukraine, vor allen Dingen nach Tschernobyl, beziehungsweise ich habe auch Bilder aus einer Nuklearraketenanlage, die etwa 300 Kilometer südlich von Kiew ist, wo ich voriges Jahr war, eine Sache, die mein persönliches Weltbild stark verändert hat. Ja, ich habe immer geglaubt, James-Bond-Filme sind unrealistisch. Die sind es in der Tat. Die Wirklichkeit ist viel, viel schlimmer und man kann sich das gar nicht wirklich vorstellen, was im Kalten Krieg alles abgegangen ist und was zum Teil eben auch heute noch davon über ist. Keine Angst, Sie werden nicht alle mit Depressionen hoffentlich rausgehen, sondern es geht natürlich um die Fotografie, es geht um die schönen Bilder. Und das ist das, warum Sie da sind und wo ich Sie mitnehmen möchte. Es ist auch, ich habe den Titel dieser Veranstaltung eben auch im Untertitel steht drin, warum ich um 5 vor 12 im Reaktor von Tschernobyl war und wie ich dorthin kam. Inzwischen war ich schon zweimal dort, ja, also das erste Mal noch viel panischer als beim zweiten Mal. Und ich war jedes Mal kurz vor 12 dort. Also das ist eben das, was mir dann erst im Nachhinein auf den Bildern aufgefallen ist, wo die Uhr drauf ist. Hallo, nur herein. Also bei mir tröpfeln die Leute so rein. Ich versuche am Anfang ein bisschen zu plaudern und dann in den Bereich überzugehen, wo ich Bilder zeige. Und vielleicht die Frage an die Online-Teilnehmer, die sind auch noch nicht ganz komplett. Ich sehe hier, dass ein paar über einen Browser zuschauen, wo sie keine Gelegenheit haben, hier mitzureden. Ich mache jetzt Folgendes. Sie können mitreden via Mikro, allerdings bitte dann vorher in den Chat reinschreiben, ich möchte was sagen, weil sonst haben wir hier furchtbare Rückkopplungen, die sich sonst nicht vermeiden lassen. Deswegen an der Stelle mal die Geschichte mit melden, wenn Sie was sagen wollen. Darf ich mal hier in die Runde die Frage stellen, ist jemand da, der jetzt im Juli dann mitfährt mit uns nach Tschernobyl? Sie sind schon angemeldet, okay, dann darf ich nicht zu furchtbar reden. Nein, in meiner mir gewohnten Art und Weise bin ich sowieso der ehrliche Typ. Und wenn Sie mich heute vor 2 Jahren gefragt hätten, hätte ich gejammert und gesagt, um Gottes Willen, warum habe ich das überhaupt getan und ich will nicht. Ja, also das hat sich bis zum Tag vor dem Hinfahren in die Sperrzone hingezogen, dass ich wirklich, wirklich panisch war. Inzwischen sehe ich es sehr realistisch und es ist nicht keine Form von Unvernunft, dorthin zu fahren. Ich würde jetzt, es gibt ja auch Gruppen, die sind 1, 2, 3 Tage dort. Das würde ich nicht unbedingt machen, vor allen Dingen, wenn man sich an gewisse Sicherheitsregeln hält, ist es unbedenklich. Wie schaut's aus mit den Online-Teilnehmern, die auch langsam mehr werden? Ist da jemand dabei, der schon dort war, oder ist da jemand dabei, der
mit uns mitfahren wird im Juli. Mal die Frage hier in die Runde. Und dann fang ich eh schon mal an mit einzelnen Videos, die ich zeigen möchte, beziehungsweise vor allen Dingen mit den Fotos, die ich dafür vorbereitet habe. Schalte mich mal da auf klein, weil ich kurz aufstehe und aus dem Bild gehe. Auch noch eine Liste. Und sollte wer läuten, die Tür ist eh offen, also die können eh alle rein. Gut, zur Einstimmung vielleicht ein kurzer Film für die Anwesenden und auch für die, die online dabei sind. Ich habe drei Filme zum Thema Tschernobyl. Der erste Mal zur Einstimmung und dann erzähle ich darüber, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, dorthin zu fahren. Vor allen Dingen, ihr werdet es jetzt gleich einmal beim Film sehen. Wir waren im Kraftwerk drinnen, wir waren im Reaktorblock 3, der 4, lass mal liegen. Der 4er-Block ist ja der, quasi der Verunglückte ist. Wir waren im 3er-Block, wenn mir vorher jemand gesagt hätte, du, wir gingen ins Kraftwerk rein, dann hätte ich mich wahrscheinlich so im Türrahmen verkeilt und hätte gesagt, das mache ich nie wieder oder das mache ich auf keinen Fall. Aber viermal geht der Film dazu. 80. Das, was Sie gesehen haben, war jetzt mein allererster Film, den ich in der Sperrzone gemacht habe. Und Sie haben gesehen, wir waren im Kraftwerk, wir waren in dieser verlassenen Stadt Pripyat und wir waren auch irgendwo in der Natur draußen, weil die Natur holt sich massiv alles zurück. Nicht schrecken, jetzt gibt es eine Bildrückkoppelung. Und jetzt mache ich hier mal ein bisschen eine Plauderei, unterstützt mit den Bildern. Das, was Sie hier sehen, ist die Straße nach Tschernobyl und zwar ungefähr 20 Kilometer vom Kraftwerk entfernt. Es ist ja so, als das Unglück passiert ist, hat man eine Sicherheitszone von 30 Kilometer rund ums Kraftwerk gezogen, quasi gezirkelt. Da sind größtenteils die Bereiche der Ukraine betroffen und auch Bereiche von Weißrussland. Und alles, was dort war, hat man evakuiert. Alle mussten ihre Häuser verlassen, wurden umgesiedelt. Das ist auch eine lange Geschichte, wo man eben nicht ganz sicher ist, ob die Gegend, wo sie umgesiedelt wurden, überhaupt besser ist wie dort von der Strahlung. Es war also auch ein Riesenpolitikum. Sehr lange wurde das totgeschwiegen, stillgeschwiegen. Es gab dann auch noch
Paraden an dem Tag nach dem Unglück, die geplant waren, wo die Leute mit den Kinderwägen unterwegs waren draußen, und dann wurde erst gesagt, was passiert ist, und dann wurde massiv evakuiert. Und seither ist die Gegend eben Sperrzone. Das Militär kontrolliert den Zugang, dass man jetzt wieder rein kann, ist auch nur mit einer Genehmigung. Man muss ganz genau angeben, wo man hingeht, ist auch immer von einem Betreuer begleitet, dass man nichts falsch machen kann. Aber vielleicht zu diesem Bild, also man kann es auch hier erkennen. Natürlich war ich irrsinnig aufgeregt, dass ich zum ersten Mal dort war. Ich habe mal für mich selber Verhaltensmaßregeln zurechtgelegt und habe mir gedacht, na, wenn ich dort bin, dann mache ich das, das, das. Es war im Juli vor 2 Jahren, es war ein heißer Juli. Und was war, wie wir auch im Film gesehen haben, an dem Tag, als es losging, als wir losgefahren sind, war ein Wolkenbruch, also massivster Regen, was mir schon meinen ganzen Plan über den Haufen geworfen hat, weil ich habe gedacht, na, ich komme nirgends an, ich nehme mir alte Klamotten mit, die schmeiße ich dann nachher weg und so weiter. Habe mir extra uralte Schuhe aus dem Keller geholt und habe beschlossen, die schmeiße ich weg. So, jetzt fahren wir von Kiew mit so einem Kleinbus. Wir waren damals zu zweit in die Zone. Da ist eben die Kontrolle beim Reingehen. Man muss einen Pass mit haben. Man wird kontrolliert. Das muss alles übereinstimmen. Das muss man vorher schon rechtzeitig hinschicken, damit diese bürokratischen Vorgänge alles passt. Und dann, ich gehe nochmal das Bild zurück. Ich war irrsinnig aufgeregt. Diese lange Straße durch den Wald, das ist schon mal was sehr Beeindruckendes. Und man sieht es hier nicht gescheit. Und ich kann dir auch sagen, warum. Ich habe den ersucht, bitte kannst du stehen bleiben. Ich würde auch ein Foto machen, wie wir reinfahren. Und der Buslenker war so irritiert. Ich habe eigentlich gemeint, er soll da stehen bleiben. Ja. Er ist sofort stehen geblieben und ich bin ausgestiegen und habe mir noch vorliegenden Gedanken gemacht, das ist überhaupt kein Problem. Ich mache mal von da ein Bild und gehe nach vorne ganz nahe an die Tafel, da steht nämlich Tschernobyl drauf. Von da aus mache ich auch noch einmal ein Bild. Ich bin zwar bis hier hingekommen, war aber noch lange nicht bei der Tafel und war bis auf die Knochen nass, was so geschüttet hat. Bin wieder zurück ins Auto und wir sind weitergefahren und das war dann die zweite Stelle, wo ich ihn ersucht habe, stehen zu bleiben, und ab da war er schon los. Also das war, alle Pläne waren über den Haufen geworfen und alles, was ich mir für mich selber zurechtgelegt habe, ja, hat nicht mehr funktioniert. Die Frau Gusenbauer war ein Tick gescheiter, die hat einen Schirm mitgehabt, ja, aber trotzdem, dieser Regen hat uns mal A, so von unserem Verhalten, von unseren Klamotten einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber B, natürlich fotografisch eine ganz coole Geschichte, weil ihr könnt euch, wie man doch das sieht, wenn der Boden nass ist, ist es fotografisch ein bisschen spektakulärer. Dieses Bild ist bereits im Ort Tschernobyl. Also da, wo das Kraftwerk ist, gibt es den Ort Tschernobyl und die noch berühmtere Stadt Pripyat. Das ist Tschernobyl. Das war eine der Hauptstraßen dort. Das ist zugewachsen. Man sieht noch auf der linken Seite die Strommasten, die Telefonleitungsmasten. Die Natur hat sich das zurückerobert, wie wir vorhin im Film gesehen haben. Das wächst auch alles zu. Und ich war noch gar nicht aus dem draußen. War cool, wir sind jetzt da. Und es ist wirklich so, wie ich mir das vorgestellt habe, zugewachsen. Ab und zu sieht man verfallene Häuser. Und schon sind wir hier gewesen. Das, was Sie hier sehen, ist A, die Reflexion des Busses, weil ich es von drinnen raus fotografiert habe. Ich habe das natürlich auch von außen fotografiert, aber inzwischen gefällt mir das mit der Reflexion eigentlich ganz, ganz gut. Und im rechten Bereich des Bildes sehen Sie den neuen Sarkophag. Das ist die neue Gebäudeeinheit, die über das havarierte Kraftwerk gebaut wurde. Da sind wir dann ausgestiegen. Also so nahe ist man dran am Sarkophag. Ich war damals, das war beim ersten Mal, wie wir waren, ein bisschen irritiert zu dem Zeitpunkt, weil ich mir gedacht habe, ich halte mich ganz weit weg und ich werde halt das Kraftwerk am Horizont sehen. Also ich war wirklich sehr, sehr hysterisch. Übrigens an der Stelle eine kleine Anekdote zu dem, ich nehme mir alte Klamotten mit und alte Schuhe.
Durch den Regen ist Folgendes passiert. Meine alten Winterstiefletten hat sich die Sohle aufgelöst. Ja, und ich bin dann einen halben Tag mit herunterhängender Sohle gegangen und immer wieder mit den Socken am Boden, den ich ja um Gottes Willen nicht berühren wollte, ankommen. Also es ist voll nach hinten losgegangen. Wie ich dann auf die Nacht ins Hotel gekommen bin, habe ich mich ausgezogen, habe ich schwarze Fußsohlen gehabt. Ich war mir nicht sicher, ob es Dreck oder Verstrahlung ist. Also halt, dass es Dreck war. Ja. Und zu den Klamotten eine Anekdote. Ich habe das alles weggeschmissen, habe das ausgezogen und habe es in den kleinen Mülleimer im Badezimmer reingestopft. Was ist passiert? Im Hotel haben sie es rausgenommen, gewaschen, gebügelt und haben es wieder mit einem Kleiderhaken hingehängt. Ja. Also, ich habe dann die Jacken habe ich wieder mitgenommen, aber die Jeans habe ich weggeschmissen. Also es ist eh bedenkenlos, wenn man sich an gewisse Regeln hält. Wir waren auch dann hier in diesem Besucherzentrum zum Sarkophag, wo eben erklärt wurde, dass das mit französischer Hilfe gebaut wurde. Und man darf eins nicht vergessen, 5.000 Leute arbeiten dort täglich. Ja, in einem Schichtbetrieb, da werden 5.000 Leute sind beschäftigt. Interessanterweise, dieses Bild, das ich da gemacht habe, da hat vor 2 Jahren noch keiner was gesagt. Im letzten Jahr hat es geheißen, nein, Fotografierverbot, das Gebäude dürfen wir so nicht fotografieren. Für mich nicht nachvollziehbar, weiß ich nicht. Aber es ist ganz normaler Betrieb. Es ist sehr viel Militär dort, aber es sind sehr viele Wissenschaftler und Arbeiter dort. Die offizielle Version ist, es wird Uran noch aus dem havarierten Reaktor rausgenommen und sicher entsorgt. Also wir waren schon am Sarkophag, der Bus fährt ums Eck und der Guide sagt so, wir steigen alle aus und ich sage, warum steigen wir aus? Wir gehen ins Kraftwerk rein. Also als ich das erste Mal dort war, war das wirklich ein Punkt, vielleicht hat man es die Frau Gusenbauer auch, die das organisiert hat für uns, nicht bewusst nicht erzählt, weil sie mich kennt, wie hysterisch dass ich bin. Aber wie wir dann dort waren, ist das alles zu schnell gegangen. Und Sicherheitskontrolle wie am Flughafen sind zwar ein bisschen finster schauende Gestalten in Militäruniform. Und natürlich habe ich wieder den Alarm ausgelöst, weil der Einzige war, der vergessen hat, das Feuerzeug eingesteckt gehabt hat. Aber das haben wir dann relativ rasch geklärt. Man kriegt dann so einen weißen Overall und so Schutzstiefeln, die man einfach drüber anzieht und man geht dann hier, das ist der Gang, der in der Fachsprache der goldene Gang heißt. Ja. Und zwar wegen dieser Verblechung, der wurde, als das Unglück war, verblecht, damit die Arbeiter, die irgendwelche Sachen rausgebracht haben, quasi durch das Blech geschützt sind. Wenn Sie das Bild hier sehen, dann das weiß ich auch nicht, ob das Mistkübeln sind, wo Radioaktivität, das waren natürlich interessante Fotomotive. Ob der Gang wirklich dicht ist, glaube ich nicht, weil es sind oft solche Spalten, wo du raus siehst. Was ist das, habe ich dann gefragt. Ja, das schaut ja ganz lustig aus mit diesem Trichter, wie wenn man dran hören könnte. Oben leuchtet ein grünes Lichtlein und dann ist ein großer Lautsprecher da. Und dann hat man mir erklärt, wenn das Lichtlein nicht mehr grün leuchtet und der Lautsprecher losgeht, dann wäre das ganz schlecht, weil über diesen Trichter wird Luft angesaugt und das wird gemessen und da wird gemessen, ob eine gewisse Radioaktivität überschritten wird und dann wird hier eben geräumt. Ich war jetzt schon zweimal dort, es ist noch nie geräumt worden. Es sind Bereiche versiegelt, also man geht vom Reaktorblock 1 oben drüber quasi in diesem Gang in den Zweier- und Dreier-Reaktor und der Vierer ist eben der havarierte. Motive gibt es genug. Zu dem Bild, ich schaue mal ganz, ganz kurz daraus zu unseren Online-Leuten, ob denn die Übertragung klappt. Ja, also habt ihr Ton und Bild, funktioniert das? Endlich alles okay. Ja, das ist schön. Alles bestens. Hallo nach Salzburg, hallo nach Linz. Wunderbar. Dann tue ich wieder Bildschirm teilen und mache hier weiter. Die Rückkopplung ist eh bekannt. Da gibt es auch eine Anekdote dazu. Das ist der Vorraum zur Herrentoilette.
Man muss sich Folgendes vorstellen: ein riesiges Areal. Man geht quasi im Gänsemarsch hinter den Mitarbeitern des Kraftwerks her, kann überall, wo man will, stehen bleiben, fotografieren. Also das ist problemlos und kommt dann eben in mehrere Räume, wo was erklärt wird. Und am Rückweg habe ich gesagt, es tut mir leid, aber ich muss aufs Klo. Ja. Ich dachte mir dann, vielleicht der denkbar schlechteste Ort der Welt, um aufs Klo zu gehen, ja, im Kraftwerk von Tschernobyl. Habe dann am Nachmittag einen noch schlechteren Platz gefunden, ehrlich gesagt. Und bin da rein und war fasziniert von dieser Verkachelung und von dieser Verfliesung. Und bevor ich reingegangen bin, habe ich dieses Bild gemacht. Und vor allen Dingen, man hat mich alleine geschickt und gesagt, na, geh da raus, da ist der Gang, die dritte Tür rechts. Das ist natürlich alles wunderbar in kyrillischen Buchstaben angeschrieben, die ich nicht lesen kann. Und ich habe mir dann nur gedacht, ich muss jetzt aufpassen beim Rückweg. Die Tür, wo ich rausgekommen bin, war ja nicht am Ende vom Gang, sondern irgendwo. Also ich war konzentriert, dass ich mir das merke, dass ich wieder zurückfinde und gehe da rein. Und wenn ihr da auf der linken Seite seht, da ist der Eingang zur Toilette. Der ganze Gang war leer. Ich habe niemanden gesehen. Auch dort war es leer. Mucksmäuschenstill. Ich habe die Klotür geöffnet. Da sind gefühlte 20 Männer drinnen gestanden und haben geraucht. Ich habe die Tür aufgemacht und bin so von denen gestanden und habe geschaut. Und die haben alle so geschaut. Und ich habe das rausgequetscht, was ich halt kann. Und habe gesagt, grüß euch. Bin vorbei, bin aufs Klo, bin wieder rausgegangen, ist alle gestanden. Das wäre natürlich das Wahnsinnsfoto gewesen, aber das habe ich mich nicht getraut. Das war so absurd. Und ich war dann froh, wie ich wieder zurückgefunden habe, weil man ist doch mit diesem Overall und diesen Plastikstiefeln relativ warm anzogen und du rinnst dann ab, weil auch schnell gegangen wird die ganze Zeit. Also es ist auch körperlich ein bisschen Stress und die Aufregung auch dazu. Das, was wir hier sehen, ist der Kontrollraum des Units 3, also vom Kraftwerk 3, der Kontrollraum, identisch vom Vierer, vom Zweier, vom Einser. Man kann sich dort frei bewegen, man kann fotografieren. Es ist zwar jemand dabei vom Kraftwerk und der Guide, der mit uns überhaupt diesen Tag in der Zone verbringt, ist auch dabei, aber ich habe noch nie erlebt, dass einen irgendwer an irgendwas hindert, außer eben dieser Geschichte, man darf den neuen Sarkophag nicht mehr fotografieren. Da war es dann schon so, dass für mich das Fotografische überwogen hat. Das heißt, die Panik war schon ein bisschen weg. Und als wir das erste Mal dort waren, hat uns der Guide am Anfang gefragt, ob wir Geigerzähler wollen. Und ich habe gesagt, na, will ich nicht, will ich lieber nicht wissen. Er selber hatte einen mit. Und beim zweiten Mal, wie wir waren, wir haben einen Strahlenschutzexperten dabei gehabt, der auch Fotograf ist, der ist mitgefahren und der hat auch seinen eigenen Geigenzähler mitgehabt, weil er gesagt hat, er will überprüfen, ob das stimmt, was die sie verteilen. Und das Ergebnis gleich vorweg, ja, das stimmt. Also das funktioniert alles und es ist alles mehr wie unbedenklich. Also angeblich, wenn man nach New York fliegt, kriegt man mehr Strahlung ab wie den halben Tag oder den Tag, wo man dort ist. Also da hat für mich schon das Fotografische überwogen und es war auch nichts, was abgelenkt hat. Der mit ist, der ist sehr geduldig, der steht da dabei und wartet, bis man seine Bilder gemacht hat. Das Einzige, wie wir letztes Jahr mit der Gruppe dort waren, man macht dann ein bisschen Druck für die Gruppe, weil wir wollen ja noch raus nach Pripyat etc. Es gibt auch in diesen Kontrollräumen Menschen, die arbeiten. Ganz, ganz ehrlich, ich bin mir noch nicht sicher, ob sie Statisten in einem Komödienstadl sind oder ob sie wirklich dort arbeiten, weil im neuen Sarkophag, da wird gearbeitet, da wuseln die auch rum. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob die nicht alle drin sitzen und rauchen und dann kommt der Knopfdruck, jetzt kommen ein paar Touristen und dann tu was. Ja? Aber die sitzen da, beobachten die Bildschirme, dann reden sie was miteinander und erzählt wird eben, es ist nötig, das Ganze ist ja noch ein Riesenumspannwerk und da wird noch Strom verschoben und deswegen angeblich müssen die dort sein und beobachten auch seismische Aktivitäten etc. Man kriegt auch sehr, sehr viel mit natürlich
auf der Fahrt hin im Bus zeigen die so kleine Filmchen, wo man sieht, wie die Leute, die damals reingeschickt wurden, mir fällt gerade leider der Name nicht ein, die haben einen eigenen Namen gehabt, die eben verhindert haben, dass es zum Schlimmsten kommt, dass quasi das nicht unten durchsackt und ins Wasser fällt, weil dann wäre es zu einer Explosion gekommen, die wirklich unter unmenschlichen Bedingungen mit Bleianzügen, die konnten, glaube ich, 20 Sekunden rausarbeiten und sind aber da im dritten Stock mit dem Bleianzug aufgegangen, 20 Sekunden schaufeln und wieder weg. Ja. Liquidatoren haben die geheißen. Und da sehen wir es, das ist mir vor Ort nicht aufgefallen, 5 vor 12 war der Moment, wo wir eben dort waren. Ich habe es erst nachher auf den Bildern gemerkt. Und das ist so ein Blick raus. Zwischen den Kraftwerken, zwischen den Units sieht man eben raus auf die anderen Reaktoren und da kann man sich vorstellen, was da abgegangen ist, wie die Scheiben ausschauen mit den Spritzern nach wie vor drauf, weil das hat natürlich oder wirkt keiner putzt. Also wir sehen da auf der linken Seite, das ist Reaktor Unit 4, das ist der, der in die Luft gegangen ist. Und immer wieder kommt ein Team von Arbeitern vorbei, die halt zur Schicht gehen. Motive über Motive stört sie auch. Ich meine, ich habe die immer freundlich zugenickt, weil sonst ist das so ein bisschen wie offen im Zoo. Aber man kann wirklich lässig fotografieren, egal ob Farbe oder Schwarz-Weiß. Die kochen sie dort einen Tee. Also natürlich aus unserer Sicht, man soll in der Zone nichts essen. Ne? Also es gibt ein, jetzt wird's absurd, es gibt ein kleines Café im Ort Tschernobyl, wo man eine Pause machen könnte, die auch von der Tour her vorgesehen ist. Ich habe das noch nie gemacht. Wir kaufen uns immer irgendeine kleine Jause auf dem Weg hin und essen das im Bus, weil ich muss nicht übertreiben. Das ist nicht unser Bus, ja, also das ist nicht unser Bus, aber auch die Busse für die Schichtarbeiter sind eines Fotos wert. Und während wir im Kraftwerk waren, hat es nicht mehr geregnet, dann hat es wieder zu regnen begonnen und dann ist eben die Fahrt weitergegangen nach Pripyat. Pripyat ist jene Hauptstadt, die eben dort entstanden ist, für die Mitarbeiter, für die Gäste etc., mit großen Hotels, großen Kongresshäusern, einem Supermarkt. Und das wurde natürlich alles verlassen. Da ist dann nochmal eine Absperrung. Das, was man hier sehen, was so ein bisschen zusammengezimmert ausschaut, ist ein Posten, wo der dann reingeht, wieder die Pässe zeigt und dann kann man nach Pripyat reinfahren. Das ist jetzt die Stelle, wo ich mal kurz rausgehe und wieder zu online rüberkomme, um vor allen Dingen nicht nur um zu fragen, sondern ich möchte euch noch zwei Filmchen aus dem Kraftwerk zeigen. Und zwar den Film Nummer 1, da geht es um den Alexei Preus. Da wir ja, inzwischen zum heuer dritten Mal hinfahren, war es voriges Jahr so, dass wir mit den Zuständigen, wir haben natürlich einen großen lokalen Vorteil, ja. Der Frau Gusenbauer, ihr Bruder, lebt nach wie vor in Kiew und der weiß, wie man mit denen verhandelt, der weiß, wie man reagiert, wann die sagen, na, das und das geht nicht und hat natürlich auch unsere Fotogruppe als Journalistengruppe verkauft, die nur Gutes wollen. Und das hat dann dazu geführt, dass in unserem Bus ab Kiew weg war der Alexander Preus. Ich habe mal dem zu Beginn keine besondere Bedeutung beigemessen, habe ihn auch nicht wirklich gegoogelt gehabt, hinten noch natürlich schon. Und zwar Alexei Preus war der letzte Mann im Katastrophenreaktor an den Bedientischen dort. Also er war der, der dann gesagt hat, so, es ist nicht mehr zu halten, wir gehen jetzt. Und für mich verblüffend war das Erste, wie ich gehört habe, der fährt mit uns mit, lebt der noch. Ja, also ganz, ganz lebt der noch. Ich zeige euch mal den Film und erzähle euch dann. Auch Feuer wieder dabei ist. Ну, можно тоже, при желании можно добиться. А работали вы, то есть она была там? Самое сильное, что я не
уже другие. Ты же другие, но смотри, сколько было. Да. Wir haben jetzt im Hintergrund das Piep, Piep, Piep gehört, das sind die Geigerzähler, die sehr niedrig eingestellt sind und eigentlich permanent anschlagen. Und ihr habt auch die Ukrainerin gehört, die auf Englisch das erklärt. Interessant war vor allen Dingen der Zugang von Alexei, den wollten sie zuerst nicht ins Kraftrein reinlassen. Und der hat natürlich gesagt, na, viele Sachen sind anders, wie was sie es heute erzählen. Also so viel mal dazu. Und, aber es geht ihm gut, er muss immer wieder zu Untersuchungen. Die Michaela Wondruska, die auch jetzt wieder mitfährt, hat mit ihm Kontakt im Internet. Und vielleicht ist er sogar auch heuer wieder dabei, aber versprechen kann ich es nicht. So, Bildschirmsharing, Rückkoppelung und jetzt zu den Bildern zu Pripyat. Pripyat ist natürlich eine mächtig beeindruckende Stadt, weil sie verlassen wurde. Das heißt, innerhalb von 2 Tagen wurden die Leute evakuiert. Dann kam das Militär und hat alles entsorgt. Ja, also die Wohnungen wurden leergeräumt, die Kühlschränke sind aus den Fenstern geworfen worden. Angeblich ist das ganze Vieh erschossen worden, verbrannt worden. Die Lebensmittel sind vernichtet worden und alles ist irgendwo verschert. Also das, was mal ein Prachtbulle war, war, man erkennt hier noch die Laternen, das ist inzwischen von der Natur zurückerobert. Das war die Hauptzentrale der Kernkraftgesellschaft dort. Alles ist überwuchert und für Leute, die gern Lost Place fotografieren, natürlich eine sensationelle Geschichte. Was halt ist, es ist alles massiv einsturzgefährdet. Das heißt, das ist das Gefährliche. Nicht die Strahlung, also man wird sie nicht am Boden sitzen, was jausen oder 5 cm in der Erde graben oder Schwammerl ernten. Das ist alles, alles, was man normal herumgeht, kann nichts passieren. Man kann nur in Löcher reinfallen etc. Deswegen versucht die Behörde auch gerade zu verhindern, dass man in die Gebäude reingeht. Also das ist die Bibliothek. Also wenn man sich vorstellt, vor 30 Jahren ist das verlassen worden und so liegt das noch herum. Die Fenster sind natürlich alle hin, Wind und Wetter bläst das herum. Ich glaube zwar, dass solche Dinge wie die Zeitung jeden Tag neu hingelegt werden. Ich habe mir erkundigt, die Nadja hat gesagt, das ist tatsächlich eine Zeitung, eine Ausgabe vom Unglückstag. Ja, also das wird manipuliert, aber es finden sich natürlich auch so genug interessante Motive. Also als wir voriges Jahr im Juli waren, war das Hauptthema ungesehen irgendwo reinzukommen, weil offiziell ist es nicht mehr gestattet, dass man die Gebäude betritt, weil sie einsturzgefährdet sind. Das, was wir hier sehen, ist die Kassenhalle eines Supermarkts, also undenkbar, alles verlassen und dann war nie wieder wer dort und jetzt kommen halt langsam wieder die Menschen hin. Das war jetzt der Vorteil vom Regen, dass es durch den Regen natürlich überall durchgeregnet hat und auch innen nass war und gespiegelt hat. Der modrige Geruch ist allerdings sehr bedrückend. Das ist nicht unangenehm, aber es verstärkt vielleicht das bedrückende Gefühl auch nur mal, wenn man dort ist. Also Pripyat ist für mich das absolute Zeichen für gerade die Schule, ja, oder die Michaela hat Bilder vom Kindergarten, wo man dann ganz gerne mal nachzudenken anfängt. Und jetzt, wenn sie dabei sind, es ist wirklich so, ich bin beim Fotografieren gegangen, habe mich umgedreht und hinter mir ist so ein Teil runtergehängt, also runtergehängt, weil es nur am Draht hängt ist und gegen den bin ich gerannt. Ja. Und ich habe sofort einen Mordsbeule am Kopf gehabt, Gott sei Dank habe ich einen Kopf aufgehabt. Aber das sind halt die gefährlichen Dinge, die viel gefährlicher sind wie die Strahlung. Und dass ich da nicht einsteige in die Tellwolle, naja, das ist eh klar, man bleibt in der Tür stehen und macht trotzdem die Bilder. Also
Das war eins der Dinge, wo ich dagegen gerannt bin, in der Euphorie. Zuerst sagt man, es passiert mir sowieso nicht, aber dann will man da noch ein Foto machen, dort noch ein Foto machen, will natürlich weitergehen, um nichts zu versäumen. Und dann muss man eben aufpassen, dass einem nichts passiert. Es gibt so Hotspots wie das hier, nämlich fotografische Hotspots, das ist dieses Hallenbad, wo wir auch, wenn wir genau schauen, da am rechten Rand noch andere Leute stehen sehen, wo dann durchaus schon die Leute zusammenkommen, weil alle dorthin gehen. Interessant, dieses Bad war noch in Betrieb nach dem Unglück. Man hat es gereinigt, gesäubert, gewaschen und die, die dort waren, um zu liquidieren, die haben das ganz normal noch benutzt. Also ganz absurde Dinge. Fahrrad verwachsen und wir sind hier jetzt schon ein bisschen außerhalb von Pripyat, wo es eben die Gehöfte gibt, die über Nacht verlassen wurden, wo man den Leuten gesagt hat, na passt auf, wir evakuieren nur kurz, in ein, zwei Monaten könnt ihr wieder zurückkommen. Sie sind aber nie wieder zurückgekehrt. Und für mich ist das zum Beispiel ein Wahnsinn. Der hat da am Boden offenbar einen Hohlraum gehabt, den er aufgerissen hat und noch mitgenommen hat. Hoffentlich hat es er mitgenommen, nicht wie andere. Hat Hab und Gut zurückgelassen und das verlassen und konnte nie wieder zurückkehren. Also wenn man sich das vorstellt, das sind schon Dinge, die haben das noch notdürftig vernagelt, damit es über Monate quasi nicht geplündert wird, bis wieder zurück sind. Und so ist am Stadtrand so stark verwachsen ist es, dass da ist, wo es Richtung Weißrussland schon rausgeht, wo eine Bushaltestelle war und wo halt schon völlig verwachsen ist. Warum gehe ich da raus? Wir sind jetzt quasi schon am Rand von Pripyat. Jetzt geht es zum nächsten Thema, zum Thema Tuga. Aber bevor ich dazu was sage, komme ich jetzt nochmal hier rüber in unseren Webroom und möchte euch noch ein, zwei Filme zeigen, die unmittelbar dort eben gemacht wurden. Und zwar, die Nadia hat selbst einen Film gemacht und sie hatte ja voriges Jahr in der Leica Galerie ihre Ausstellung und hat diesen Film selber gemacht, geschnitten. Den möchte ich euch auch nicht vorenthalten. Also der Film ist hier. Das war die Originaldurchsage 88. Внимание, внимание! Уважаемые товарищи! Городской совет народных депутатов сообщает, что в связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти складывается неблагоприятная радиационная обстановка. Thank you.
правоохранительными органами, воинскими частями принимаются необходимые меры. Однако, с целью обеспечения полной безопасности людей и в первую очередь детей возникает необходимость. Also 1999 wurden diese Ortschaften aus den offiziellen Registern alle gelöscht. Also die gibt's nicht mehr. Ist auch der größte Teil abgebrannt, durch Zufall oder nicht. Stehen nur mehr noch wenige. Aber was steht, wir haben es jetzt im Film auch schon gesehen, ist das hier. Ja? Das ist der Weg dorthin. Und das da, das ist Duga. Jetzt kann man sagen, Tschernobyl steht zufällig dort oder das Kraftwerk von Tschernobyl steht zufällig dort oder Duga steht dort, weil das Kraftwerk dort stand. Auf jeden Fall Fakt ist, das ist eins der absurdesten Dinge, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Das ist ungefähr, weiß nicht, 5 Kilometer, 10 Kilometer vom Kraftwerk weg, eine sogenannte Überkopf-Horizontradaranlage. Aus dem Kalten Krieg. Wenn Sie es googeln, Duga, dann kommt auch der Russian Woodpecker. Warum? Immer einen Sender und einen Empfänger. Das, was Sie hier sehen, ist der Empfänger. Und der Sender hat ein Signal gesandt, was sich angehört hat wie ein Specht. Jetzt habe ich es, ja. Russian Woodpecker, wie ein Specht. Dieses System ist so, dass der Sonde drüber schauen konnte. Das heißt, dieses Radar hätte im Kalten Krieg einen Raketenstart der Amerikaner bemerkt und dann wären, Achtung, Freunde, ich glaube 15 oder 25 Minuten Zeit gewesen für den Gegenschlag. Also wie viel Technik und Energie wieder mal nur darin investiert wurde und wahrscheinlich auch noch immer wird, um hier Kriege zu führen oder Kriege zu verhindern, ist für mich faszinierend. Das ist größer wie ein Fußballfeld. Ich hoffe jetzt drauf, wenn ich jetzt diesmal wieder dort bin, dass mal der Wind geht. Ich war immer dort, wenn es windstill ist und dann macht das kein Geräusch. Wenn der Wind geht, pfeift es angeblich wie die Orgelpfeifen. Und das ist natürlich auch alles verlassen worden. Ich habe mal einen Artikel in der Zeit gelesen, die schreiben, möglicherweise ist das mit ein Grund des Endes des Kalten Kriegs gewesen, weil die eben Tschernobyl das Kraftwerk aufgeben mussten und damit auch diese Anlagen. So, von den Tschernobyl-Bildern bin ich am Anfang zurück. Haben Sie irgendwelche Fragen zur Thematik Kraftwerk, zur Thematik Pripyat, zur Gefährlichkeit etc.? Ich kann Ihnen Folgendes sagen, was ich persönlich absurd finde, ist, es gibt, wir fahren ja hin, um zu fotografieren, aber inzwischen gibt es auch einen Sensationstourismus. Und ich habe selber schon erlebt, auf dem Platz, wo das Riesenrad ist, ja, das ist ja das einzige Riesenrad der Welt, das nie in Betrieb genommen wurde, weil das wäre geplant gewesen, irgendwann im April nach dem Unglück zu starten. Dazu kam es nicht mehr. Möglicherweise ein Probelauf hat es gegeben, aber mehr nicht. Und dieser Platz ist ja eigentlich im Privat jener Platz, der am stärksten verstrahlt ist. Aus dem einfachen Grund, weil dort die Hubschrauber mit den Rettungsmannschaften gelandet sind und die wurden immer gewaschen. Das heißt, wenn man seriös ist und mit seriösen Menschen zu tun hat, dann sagen die, bitte halte dich von den Kanalschächten fern, ja, weil unterirdisch gibt es nach wie vor Reste der Strahlung. Und ich habe selber erlebt, wie eben Touristengruppen mit Geigerzählern dort rumrennen und suchen, wo die Hotspots sind. Also das finde ich ein bisschen, naja, weiß nicht, ob ich das haben müsste. Also vernünftiges Vorgehen, vernünftiges sich an die Regeln halten, das ist alles einwandfrei. Man muss halt auch aufpassen, ab und zu kommen Füchse sehr nahe. Ein Foto kann man schon machen, aber Weitwinkel machen die nicht, weil was ist, wenn er mich beißt. Um zu meiner Hysterie auch wieder zurückzukommen, als ich das erste Mal dort war, hat es eben in der Früh geregnet, bis Mittag geregnet und der Nachmittag war irrsinnig schwül. Und wir waren dort in diesem Dorf, das so zugewachsen war,
7 Millionen Moskitos sind über mich hergefallen. Und bei jedem Stich habe ich mir gedacht, oh Gott, jetzt bin ich verstrahlt, weil vielleicht ist dieses Moskito-Teil auch verstrahlt. Aber bis jetzt habe ich noch nichts gemerkt. Nein, man muss auch beim Verlassen der Zone, wird man zweimal untersucht. Das eigentlich wird man dreimal untersucht. In dem Moment, wo ich aus dem Kraftwerk rausgehe, muss ich durch so eine Einheit, man steigt mit den Füßen wo drauf, man hält die Hände wo drauf und das wird irgendwie durchleuchtet, keine Ahnung. Und das Gleiche hat man bei der Grenze, 10 Kilometer ist eine Absperrung, ein Checkpoint, wo man aus dem Bus aussteigen muss, diese Kontrolle machen muss. Und bei 30 Kilometer ist auch wieder ein Checkpoint. Ich war beim ersten Mal sehr hysterisch, weil ich natürlich immer der bin, dem was passiert. Ja. Und ich habe mir gedacht, das ist genau das, was ich haben möchte. In netter ukrainischer Militärumgebung vielleicht dann dort lassen, weil ich der Einzige bin, der streut beim Aussehen. Und wegen dieser Hysterie habe ich mit meinem Guide mich ein bisschen unterhalten und er hat gesagt, ja, in den 3 Jahren, wo er das macht, hat er einmal einen Fall, dass jemand diese Werte überschritten hat. Der war ein paar Tage dort und der war auch im Keller vom Krankenhaus und dort ist natürlich am stärksten, weil sie dort die ganzen Klamotten der verstrahlten Leute hingeschmissen haben. Und da war es so, da waren die Schuhe verstrahlt, das haben sie dann gewaschen und dann hat er wieder raus dürfen. Also ganz so tragisch ist es offenbar nicht. Also wenn keine Fragen da jetzt zu der Kraftwerksgeschichte sind, möchte ich euch noch Bilder zur Nuklearraketenanlage zeigen, so unter dem Motto, wenn wir schon leicht depressiv sind, machen wir da gerne noch weiter. Und dann habe ich aber noch ein paar Bilder zu Kiew, das ja eine wunderbare Stadt ist und ein bisschen untergeht in diesem Tschernobyl und Nuklearraketendings. Deswegen auch hierzu ein paar Bilder. Okay, es kommt wieder zur Rückkoppelung, aber zuerst mal unsere Nuklearraketenanlage. Ich wusste es auch nicht, als ich zum ersten Mal gehört habe, wir können eine Anlage besichtigen, wo es unterirdische Raketensilos gibt, habe ich gesagt, ja, das machen wir, die 2 oder 3 Stunden Fahrt in den Süden der Ukraine nehme ich auf mich, das interessiert mich. Dort waren über 100 Nuklearraketen stationiert. Nach der Abrüstung ist das ja alles zubetoniert worden, wurde vernichtet etc. Diese eine wird als Museum gehandhabt. Man kann das fotografisch sehr schwer wiedergeben. Deswegen habe ich hier ein Foto gemacht, dass wir, was wir hier sehen, das da oben ist der Deckel. Also da oben ist der Boden. Und dann 12 Stockwerke unter die Erde ist das Silo. Das heißt, hier ist das Silo, wo die Rakete drinnen ist und dann gibt es einen Silo, in dem das Kommando sitzt. Im vorletzten Stockwerk ist jener Raum, wo die Raketen abgefeuert werden und im Notfall ist das dann der Raum, wo man sich zurückzieht und wartet, bis der Nuklearschlag vorbei ist. Das Ganze ist hydraulisch aufgehängt, wird künstlich runtergekühlt, damit man es auf Radar- oder Wärmeschnüfflern nicht sieht. Also unglaublich, was hier für Energie investiert wurde. Und das war im Schichtbetrieb permanent von 2 Leuten besetzt. Ich zeige euch ganz kurz einen Film. Das hat eine absurde Anmutung, eine Anmutung zwischen wie furchtbar und trotzdem lächerlich. Wir waren natürlich, wie wir dort waren, auch alle in diesem Kontrollsilo drin und die Dame, die uns begleitet hat, hat dann auch darauf bestanden, jetzt feuern wir eine Rakete ab und ich habe das dann da mitgefilmt, du hast maximal zu dritt Platz. Keyboards, 10 numbers or letters. 12 Silos gehen auf und 10 Raketen, glaube ich, werden abgehört. 2 Plätze, jeder kriegt einen Code und das muss gleichzeitig eingegeben werden. Und angeblich hat es sehr oft Störfälle gegeben
wo es ganz knapp dran vorbeigegangen ist, dass das abgeschossen worden wäre. Also, ja, was jetzt vielleicht noch das Bedrückende ist, solche Anlagen gibt es nach wie vor. Nicht in der Ukraine, aber zum Teil woanders. Und fotografisch jetzt gesehen, die haben wirklich noch alles dort, die großen Hubschrauber. Wir sind von Odessa nur 180 Kilometer weit weg, 2000 Kilometer bis London, 1500 bis Rom, 400 Kilometer, glaube ich, ungefähr nach Kiew. Und das sind die ganz großen Langstreckenraketen. Und natürlich auch auf Zügen, wir kennen das von den Filmen, auch auf Zügen sind die durchs Land transportiert worden. Der Zaun hat Millionen, Tausende von Watt gehabt oder Volt gehabt und top secret natürlich. Also unvorstellbar, die Menschen, die dort gelebt haben, haben das nicht gewusst. Und wenn sie es gewusst haben, haben sie entweder dort gearbeitet oder haben es nicht überlebt. Das ist der Deckel, das ist alles, was man außen sieht. Diese Schwammerl hier sind Schnüffler, das heißt, wenn es radioaktive Strahlung in der Luft gibt oder extreme Hitze, wäre das System von alleine losgegangen, ohne dass irgendeiner einen Knopf drücken hätte müssen. Also für mich war das, diese unterirdischen Gänge und du fährst dann, ich stehe da im Lift, fährst da zwischen Schachtwand und dem Silo runter in den 12. Stock, also das sind Sachen, die sind sowas von irreal und absurd, aber trotzdem, das ist was, was ich nicht unbedingt missen möchte, dass ich dort war. Gut, das Ganze nennt sich Taimen, Nuklearsiloanlage Taimen, man kann das auch googeln. Ich habe auch, Event offline, ich habe auch, das wird jetzt nicht gehen, weil ich offline bin, aber es gibt von mir ein Spark über diese Taimen-Geschichte, beziehungsweise auf YouTube findet ihr auch ein Video, wie wir dort waren. So, und der dritte und letzte Teil meines Vortrags, da dreht sich jetzt das Ganze nur mehr um Kiew. Was mich an Kiew so fasziniert, ich war natürlich schon öfter wie dreimal in Kiew, ist, dass die Stadt an der Neva wunderbare Sandstrände hat. Im Sommer, die Leute sind auf der Straße, es gibt tausende Straßencafés, Pubs, also es ist richtig, richtig krass auch zu bereisen. Und was wir fotografisch in Kiew machen, ist Folgendes, zwei Fixpunkte oder drei Fixpunkte. Wir machen im Programm mit Kiew by Night, wir machen im Programm mit das Lavra Höhlenkloster und, ich muss jetzt ganz kurz da noch die Dings wechseln, und das Aviation Museum. Mitten in der Stadt befindet sich auf einem Flughafen das Flugzeugmuseum mit wirklich für Flugfreaks totale Schmankerl. Es ist so gut wie niemand dort. Man kann in die meisten der Flieger rein. Zwar Teilnehmerin vom Vorjahr, die Barbara, die hat sofort Passantinnen angequatscht und die dort hingestellt für Porträtshooting. Und man kann da rein und eindrucksvolle Bilder machen. Also ist auch eine ganz, ganz coole Geschichte, dieses Aviation Museum, dass wir eben an diesem Tag, wo wir nicht in Tschernobyl sind, in Kiew hier mitnehmen. Ich drücke es schnell durch, damit ihr eine Idee kriegt, also alle Flugbegeisterten und unser Kind konnte dann auch Stewardess mal üben dort, ist eine lässige Sache, dass man vor Ort dort ist. Ich weiß noch, ich bin da drin gesessen, habe da herumgedreht und habe dann zu Nadia gesagt, warum schreit die Tante, die da draußen steht, so rum und da auf dem Schild steht was und das, was da gestanden ist, greifen Sie den Steuerknüppel nicht an und treten Sie die Pedale nicht, habe ich dann nachher erfahren. Ja, Kiew at Night, also eine moderne Großstadt mit vielen Sehenswürdigkeiten, ein Fotowalk durch Kiew, lohnt sich allemal, egal ob man Farbe oder Schwarz-Weiß fotografiert. Im Juli sind auch sehr oft und sehr gerne coole Wolkenstimmungen und man kann dieses Gefühl der Stadt ruhig auf sich übertragen lassen. Und der andere Punkt, der noch ist, ist das Höhlenkloster. Ich weiß es nicht genau, aber meistens ist zu diesem Zeitpunkt im Juli, wo wir dort sind, eine sehr große Feierlichkeit.
Und da kommen die Gläubigen alle zusammen und das ist das Oberhaupt der Kirche dort. Und das war wirklich sehr, sehr eindrucksvoll. Wir konnten auch ob unserer Presseakkreditierung, das organisieren wir im Vorfeld, reingehen und auch im Höhlenkloster fotografieren. Und man kann noch super Live-Bilder mitnehmen und die Stimmung einfangen. Wir haben dann auch ein längeres Gespräch mit einem der Popen da geführt. Für mich ist das immer so faszinierend. Das sind so eindrucksvolle Menschen, die dann so mit mächtiger Stimme irgendwas von sich geben. Also auch die Kiew-Geschichte ist durchaus fotografisch spannend und interessant. So, ich bin durch mit meinen drei Parts. Ich muss ein bisschen kleiner gehen, weil dann werde ich nicht so verzerrt. Nein, das ist der Nachteil von der Webcam, die wir hier haben. Mal die Frage in der Runde. Habt ihr irgendwelche Fragen dazu? Ja. Mit viel fotografieren. Ich habe die Idee, wieder das Ding mal zu stören oder zu fressen. Mhm. Weißt du, solltest du es versuchen? Ja, also ich würde es versuchen, analogen Film, weil die Radioaktivität so gering ist. Also man kriegt dann nachher sogar eine Urkunde, wo drinnen steht, wie viel Mikro-Nano-Sievert man abgekriegt hat. Und ich bin ja weit weg vom Fachmann. Wir hatten eben den einen mit, der das beruflich macht, der A selber seine eigenen Messungen gemacht hat und gesagt hat, das stimmt, was die messen, weil das wäre das Erste gewesen, was ich vermutet hätte, dass es manipuliert wird. Und er sagt, wenn du 5 Bananen isst, kriegst mehr ab oder so irgendwas. Ja, also wirklich unbedenklich und also muss der Film auch problemlos funktionieren. Es gibt natürlich da, wo das Tingeltangel steht, wo das Riesenrad ist, da gibt es eine Kanzel, da dürft ein Teil gegen die Kanzel geflogen sein. Da rennen alle hin und messen, weil dort der hundertfache Wert ist. Ja, ich habe mich da fest ferngehalten. Ich muss das nicht haben für mich. Also, und die Kamera legst ja auch nicht am Boden oder scherst mit dem Fuß rum. Das würde ich bedenkenlos machen. Mir fällt in dem Zusammenhang ein, als ich zu fotografieren begonnen habe, das war im Jahr, weiß ich nicht, 78 oder 79, war mein erster Fotoausflug nach Russland, nach Leningrad und wir sind hingeflogen mit der Schule und ich hatte im Gepäck Filme und die 400 ASA-Filme waren alle am Rand kaputt von den Röntgengeräten von der Security-Kontrolle dort. Also das weiß ich noch, das hat dem nicht gut getan. Aber ich habe jetzt natürlich noch nicht probiert, nur das müsste problemlos gehen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es da zu irgendwelchen Störungen kommt. Eine Frage noch, im Grafik drinnen, welche ISO sollte die Kamera beherrschen, Bauchbau, dass man das wieder machen kann, als Überwachung? Wir können jetzt Folgendes machen, ich schalte auch da die Kollegen wieder um. Da ich so eine numerische Null bin, mache ich jetzt einfach Folgendes, dass ich nachschaue. Ja, also wenn ich jetzt auf Tschernobyl gehe und mir ein Bild nehme, das im Kraftwerk gemacht wurde, dann sehen wir da, das ist mit 6400, das ist am Gang, ja. Da dagegen wieder nur 200, 500, also das scheint eine sehr dunkle Stelle gewesen zu sein. Im Raum selber, schauen wir, 800, ja. Bestimmt, weil ich lösche nichts raus, aber ich glaube, ich habe alles. Na, da habe ich eine Testkamera mitgehabt, deswegen muss ich schauen, sonst hätte ich jetzt gesagt, ich mache alles mit 35 mm, ja, da haben wir es. Ja. Ja, ja. Okay. Irgendwas ist mir vorhin noch eingefallen, aber nachdem ich ein völlig zersiebtes Hirn habe, ist mir schon wieder entfallen. Ich weiß es nicht mehr. Bei den Online-Teilnehmern eine Frage noch, irgendwas? Ich kann euch auch zuschalten, sind wir eh schon ein bisschen weniger geworden. Ich hätte noch, wenn es interessiert, einen Film, der ist aber relativ lang, der dauert 10 Minuten, wo ich so voriges Jahr mehr lieblos wie professionell mitgefilmt habe, den Ausflug vom Wegfliegen von Wien weg. Wenn ihr wollt, kann man es denn noch anschauen.
nachdem von online jetzt keiner da schreibt gerade, wer was, das warte ich noch ab. Habt ihr denn noch einen Ton? Währenddessen dort ich da mal hier. Stativ ist erlaubt. Ja, Stativ ist erlaubt. Drohnen sind nicht erlaubt. Man muss aufpassen mit dem Gepäck. Ich würde, wenn man den Bus verlässt, immer so wenig wie möglich mitnehmen. Das Problem ist, wenn ich jetzt den Rucksack habe und das Objektiv wechseln will, ich kann den Rucksack schwer wohin legen. Ja? Also dann brauche ich einen Kollegen, der mir es halt. Man ist auch ständig unterwegs. Also am Abend fallen mir die Füße ab. Man rennt nur rum, macht möglichst viele, an möglichst vielen Stellen, möglichst viele Bilder. Ich habe immer im Bus gewechselt und habe mir dann die Kamera mitgenommen und bin raus. Stativ ist in der Zone erlaubt. Wie es im Kraftwerk ausschaut, weiß ich nicht, müsste ich nachfragen. Aber solange man nicht groß irgendwem im Weg ist, glaube ich, geht's. Nur die Frage ist, im Kraftwerk ist man relativ schnell, man geht durch, bleibt dann wieder stehen. Aber in der Zone ist sicher das Stativ erlaubt. So, ich zeige euch jetzt währenddessen, wir hier im Chat noch schreiben können, den Film über den Gesamtausflug hier. Ich weiß, der klassische Fehler, dass das relativ lange ist, also ich bin ja nicht gut, wenn ihr den Rahmen verlasst. During takeoff and landing, laptops and other heavy items must be safely stowed. Inform the crew immediately, should your electronic device become damaged or produce heat or smoke. Ah, Kinder dürfen nicht rein. Also man muss achten oder nicht. Stellen Sie die Rückenlehne senkrecht, verstauen Sie den Tisch vor Ihnen und öffnen Sie die Sonnenblende. Good day from the flight deck, ladies and gentlemen. It's your first time speaking. I'd like to give some information about the latest weather information from Kiev. It's a light northerly winds, 22 degrees centigrade, and broken clouds at about 2000 feet. Remaining time about 20 minutes, we're already approaching Kiev. I wish you a good evening, stay on board, and thank you for your attention. Das ist das Hotel, in dem wir wohnen. Direkt am Maidan. Na bitte! Genau. Back when the disaster happened, the Soviets didn't actually know how exactly to deal with such sorts of situations. This was an absolutely unprecedented event. But they needed some sort of instruction, so they decided to use the same techniques they would use in case of a nuclear strike. So basically this works as simple as this. You just draw two circles on the map around the area of destruction, simple as that. The 10 kilometer one and the 30 kilometer one. So the 10 kilometer one is the most contaminated area, and the 30 kilometer one serves as the buffer between the outer world and the contaminated areas. They can be evacuated, going outside to take buses and go to more safe places. Such a principle of this emergency center. Here, this is the protective facility. That's why the personnel can be here from 2 hours up to 7 hours, but usually 2 hours, not more. The furniture and the equipment, but as for other walls and so the meaning of this headquarters is the top leaders of Chernobyl NPP and I mean director, technical director, chief in switch and detections which were at unit 4, damaged unit 4 after the accident. So also we will visit the memorial to Valery Potemchuk
Maybe you've heard about this guy. He was the senior operator of the main circulation pumps, who was the first victim of... Magst du es kurz anmoderieren? Anmoderieren? Ja, warum? Wer bin ich und was mache ich überhaupt hier? Der stellt nicht scharf. Du musst draufdrücken zur Hälfte, dann stellt er scharf. Anmoderieren, entschuldige. Also ich bin die Michaela. Ich bin die Michaela, ich bin da mit der Fotoexpedition von der LIC-Akademie. Wir haben uns gerade umgezogen und besuchen jetzt den Reaktor in Tschernobyl. So, ready to go there behind that great door. Also das ist der dunkelste Bereich. Das haben wir eh schon gesehen, da geht jetzt ein Stück vor. Wir sind dann reingegangen in den Reaktor 3, also vor 2 Jahren war ich nur da im Kontrollraum. Wir sind dann in den Reaktor reingegangen, in die Pumpenstation und da ist dann wirklich nur mit die Mauer dazwischen und da hört es jetzt die Reaktor. Das ist die Mauer. The personnel started the test at HNPC Unit 4. Accident occurred, and Valery, so stayed there. And unfortunately, he died because of the park situation. We were evacuated to Moscow number 6 so far. Only one man, Vladimir Pashanov, also he worked at. Kein Problem. That is the main circulating pumps room. Mm-hmm. Usually 8 circulating pumps were in service at each unit. 6 were in operation, 2 usually were reserved. December 2000, I mean, we do not produce electricity, so that's why since that time we use the electricity. Ja, lasst uns mal rausgehen. I'll be right back to you. Please don't spread out. I'll be right back.
Wir sind nicht nur am Boden. Please don't spread out. Time because, well, as you see, the there are a bunch of things that also das ist egal, man dürft nicht reingehen, aber wenn man nicht spielt. Und das ist, was ich gemeint habe, kommt jetzt der Punkt, ich zeige Ihnen eine Stelle, was besonders war. The power plants, and they were testing the Ferris wheel, and this was one of the two times when it was actually functional. And what's ironic is that the second time it got functional was long after the disaster. So there was this group of Polish enthusiasts, a bunch of stalkers who infiltrated Pripyat and somehow made this Ferris wheel work. I'm not exactly sure how, don't ask me, but well, they were pretty determined. Also das war für mich immer Hauptbild, was ich vor Augen hatte. Ja, dieses Riesenrad auf diesem Platz, das war vor 10 Jahren, weil man dachte, boah, cool, wenn ich da mal hinkomme, das ist das Größte, was mir passieren kann. Wir werden heuer zum allerletzten Mal fahren, weil man kann alles übertreiben, im Rahmen vom Sommerfotofestival, die dritte und letzte Expedition, 25. bis 28. Juli, meistens sind wir so um die 10 Leute. Inzwischen hat man den riesen Vorteil, dass es Ryanair-Flüge Laudamotion direkt ab Wien gibt, für so gut wie kein Geld. Ich nehme an, der Preis stimmt auch nicht mehr, weil alles ständig raufgehen tut. Und das detaillierte Programm, wir haben es zuerst gesehen, auch im Film, das Hotel ist direkt am Maidan. Also man kann auch vom Hotelzimmer aus den Maidan super beobachten und fotografieren. Wir sind im Museum, wir sind im Höhlenkloster. Und ich habe jetzt extra gesagt, bis heute oder die Woche noch gilt dieser Frühbucherpreis. Ab nächste Woche wird es dann mehr kosten. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich sowohl bei den Online-Teilnehmern als auch bei euch, dass ihr da wart. Und hoffe, ihr habt so ein bisschen einen Eindruck gekriegt. Inzwischen sehe ich es sehr entspannt. Es ist ungefährlich, wenn man sich an die Regeln hält und man hat durchaus Bilder und Eindrücke, die man mit nach Hause nimmt, die spannend sind, und aber auch, man kann super gut essen in Kiew, also und feiern sowieso. Ja, also das sind die zwei Dinge. Vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank, dass ihr da wart. Danke, Applaus fürs Aushalten für den langen Film. Aber ich glaube, man kriegt ganz gute Eindrücke mit. Vielen herzlichen Dank. Ich wünsche einen schönen Abend. Danke sehr. Wenn Sie mit dabei sein wollen, zeitnah anmelden, ab Montag kostet es mehr. Dankeschön, schöne Grüße nach Salzburg, Wien, Oberösterreich und den Rest der Welt. Tschüss, Baba. So.
Es ist ja so gut wie nichts da. Ja. Am Boden sollten sie nichts legen. Ja. Grund,